Glücksspiel war schon immer ein Thema in der Kanzlei, meistens auf Seiten der Spieler, aber ganz aktuell ja, sind wir so ein bisschen dabei, die Seiten fast zu wechseln, denn wir beraten zurzeit ganz, ganz viele zum Thema Glücksspielstaatsvertrag. Zum 1.7. gibt es einen neuen Glücksspielstaatsvertrag und da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, viel weiter legales Glücksspiel zu betreiben. Wie das geht, welche Hürden da sind, das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo, mein Name ist Dika Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und ich begrüße dich zu diesem Video und auf meinem YouTube-Kanal. Ja, Glücksspielstaatsvertrag, das ist ein schwieriges Wort, aber heißt eigentlich was Gutes, denn in Deutschland wird das Glücksspiel neu geregelt und darum soll es auch in diesem Video gehen. Im ersten Teil erkläre ich dir, was denn bisher die Rechtslage war und ja, wo die Tücken liegen. Im zweiten Teil gucken wir uns dann den Glücksspielstaatsvertrag an und ganz am Schluss gibt es sozusagen als kleinen dritten Teil auch noch die Handlungsempfehlung, die Zusammenfassung, damit du ganz genau weißt, was du aus diesem Video definitiv mitnehmen solltest. Ja, legen wir los. Wie ist die Rechtslage? Und die ist in Deutschland sehr, sehr verzwickt gewesen. Denn tatsächlich gab es überraschenderweise keine bundeseinheitliche Regelung. Ja, in Corona-Zeiten ist man ja von nichts mehr überrascht und kennt jetzt auch viele landesrechtliche Regelungen. Aber davor war es schon recht ungewöhnlich, dass sowas wie Glücksspiel tatsächlich nicht bundesweit geregelt war. Jedes Bundesland hatte eigene unterschiedliche Regelungen. Und deshalb lief im Fernsehen, kennt ihr bestimmt auch, oft Werbung für Glücksspiel und da wurde dann so plötzlich das ganz, ganz leise und dann wurde gesagt, ja, nur zulässig für Teilnehmer aus Schleswig-Holstein. Warum wurde da so irgendwas mit Schleswig-Holstein geflüstert? Ja, weil Schleswig-Holstein großzügiger war als die anderen Bundesländer und Glücksspiel in viel, viel größerem Maße zugelassen hat als die anderen Bundesländer. Ja, und deshalb war es eben so, dass die ganzen Glücksspielgesellschaften das natürlich genutzt haben und eben ja, sich das Schleswig-Holstein Recht zunutze gemacht haben und da eine Glücksspiellizenz dann beantragt haben. Jetzt wird sich aber alles ändern. Ja, tadada, zum 1.7. gibt es nämlich einen neuen Glücksspielstaatsvertrag. Ja, und das Wort klingt kompliziert, macht aber vieles tatsächlich erstmal einfacher. Denn, unfassbar aber wahr, die 16 Bundesländer, die haben sich tatsächlich einigen können jetzt auf eine einheitliche Regelung, den Glücksspielstaatsvertrag. Ja, und der wird jetzt zum 1.7.2021 in Kraft treten und, muss man sagen, verändert tatsächlich nicht alles, aber sehr, sehr vieles. Und deshalb sind natürlich ganz, ganz viele zurzeit emsig dabei, zu gucken, welche Regelungen gibt es denn da, wie können wir uns das zunutze machen, können wir jetzt vielleicht doch ins Glücksspiel einsteigen. Ja, und da gibt es eben tatsächlich jetzt sehr, sehr klare Regelungen im Glücksspielstaatsvertrag. Und den, ja, möchte ich euch zumindest bei einem Paragraphen jetzt mal vorstellen. Ihr wisst, wenn ich mal Paragraphen vorlese, dann ist das auf jeden Fall versprochen, entweder schon aus den Paragraphen heraus verständlich oder ich erkläre es euch ganz, ganz langsam danach nochmal, sodass ihr es auf jeden Fall nachvollziehen könnt. Ich glaube aber, Paragraph 4 Absatz 4 des neuen Glücksspielstaatsvertrages ist aus sich heraus schon sehr, sehr gut verständlich. Da heißt es nämlich, eine Erlaubnis für öffentliche Glücksspiele im Internet darf nur für den Eigenvertrieb und die Vermittlung von Lotterien, für die Veranstaltung und Vermittlung und den Eigenvertrieb von Sportwetten und Pferdewetten sowie für die Veranstaltung und den Eigenvertrieb von Online-Casino-Spielen, virtuellen Automatenspielen und Online-Poker erteilt werden. Und jetzt kommt eigentlich der Trommelwirbel, der letzte Satz. Im Übrigen sind das Veranstalten und das Vermitteln öffentlicher Glücksspiele im Internet verboten. Genau, und da ist also schon wieder im neuen Glücksspielstaatsvertrag eine extreme Hürde drin. Auch wenn ihr sagt, naja, du hast ja auch eine halbe Seite lang vorgelesen, was alles zulässig ist. Na, so richtig viel ist das eigentlich gar nicht. Das ist Lotterie und die ist wirklich sehr, sehr stark in staatlicher Hand und wird da auch weiter gehalten. Pferde- und Sportwetten, ja. Online-Casino, aber das ist wirklich auch sowas wie Online-Casino, also sozusagen ein virtuelles Casino, das wird jetzt auch so definiert. Online-Poker, ja, Online-Poker ist Poker wie eben Poker und online ist dann eben online. Aber das war es auch schon. Alles andere ist erstmal nach dem Glücksspielstaatsvertrag untersagt. Und das ist natürlich so, da geht die Diskussion wieder los, ob Deutschland da nicht wieder sozusagen am Ziel vorbei oder daneben oder wie auch immer liegt. Die EU wird sich damit vermutlich nochmal auseinandersetzen. Bisher war Deutschland nicht Musterschüler, was Glücksspiel angeht. Aber wir werden sehen. Jedenfalls, zumindest kann man feststellen, Grundsatz ist verboten, das ist nicht gut, aber es ist nicht nur Schleswig-Holstein als Bundesland, was jetzt grundsätzlich eben auch manche Glücksspiele erlaubt. Pferdewetten, Sportwetten, Casino, Online-Poker,
Also sprich, das ganze Bundesgebiet ist sozusagen frei, wenn auch mit einigen Einschränkungen, aber insgesamt natürlich ein riesiger Markt. Und für alle, die im Glücksspielbereich tätig sind, die wissen, damit hat sozusagen eine ja fast neue Zeitrechnung angefangen. 1.7., da werden die Uhren neu gestellt. Und deshalb könnt ihr vielleicht auch nachvollziehen, dass wir zurzeit im Glücksspiel ganz, ganz viele Anfragen bekommen und hoffentlich mit diesem Video schon einige dieser Anfragen vorab beantworten können. Wenn ihr aber trotzdem noch Fragen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an nicole@kanzlei-mutschke.de oder ihr schreibt in die Kommentare oder ihr schreibt mir auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer. Ihr schreibt mir einfach und dann melde ich mich oder wie jetzt, ich mache mal irgendwann ein Video dazu, wenn einfach so, so viele Anfragen kommen, dass ich denke, kommt Leute, wir machen mal ein Video dazu. Hier also das Glücksspielvideo aufgrund der vielen, vielen Anfragen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, vielleicht sogar wieder zum Thema Glücksspiel. Fragt einfach gerne, dann gibt es ein neues Glücksspielvideo.